Hallo, liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem ganz außergewöhnlichen Spezialvideo. Das ist eine Reaktion auf etwas, was heute passiert ist, was mich völlig umgehauen hat. Denn heute hat Elliot, diese englische Firma Elliot, hat einen neuen Rasenmäher vorgestellt. Heute gab es das erste Video. Vor 12 Stunden ist das Video hochgeladen worden von Elliot. Ich habe das heute Morgen gesehen und ich traute meinen Augen nicht und ich musste erst zum Friseur. Jetzt kann ich erst das Video machen für euch. Also viel Spaß damit. Ich werde mir jetzt diesen Elliot mit euch zusammen angucken. Es ist hochinteressant. Yeah! Ja, lieber Ranfix, jetzt schauen wir uns das Gerät mal zusammen an. So, der Rasenmäher heißt Sterling. Und es ist ein akkubetriebener Rasenmäher, den der Chef von Elliot hier persönlich vorgestellt hat. Dazu gibt es auch ein unglaublich ausführliches Video. Eine Stunde auf YouTube müsst ihr euch unbedingt anschauen. Der absolute Wahnsinn. Es gibt zwei Größen, 43 cm und 51 cm. Ein komplett überarbeiteter Rasenmäher mit wirklich ganz, 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 ganz vielen Verbesserungen. Ich bin also völlig geflasht. Angefangen bei der Höhenverstellung, die jetzt hier wohl sehr genau ist in Millimeterangabe, von 5 mm bis, ich glaube, 50 mm Schnitthöhe, 1,50 m. Dann ein neuer Grasfangkorb, ein ganz leichter Grasfangkorb mit so einem Gitter, also nicht mehr geschlossen, sondern offen, sodass wohl der Grasschnitt noch besser in den Fangkorb rein fällt. Dann ein ganz neues Bedien-Cockpit hier, ein ganz neuer Griff mit ganz neuen Hebeln. Absoluter Wahnsinn. Wir gehen jetzt mal rein hier in den Shop und schauen uns mal den 51er an. Hier gibt es weitere Fotos. Ich mal gucken, ob ich es ein bisschen vergrößern kann. Ich versuche das mal ein bisschen zu vergrößern. Sehr schön. Also 51 mm, 20 Zoll Batterie mehr. Ich will jetzt nicht alle Details eingehen, alle Details eingehen, sondern nur noch ein bisschen die Highlights hier rauspicken. Also, was ich total cool finde, dass hier jetzt so ein Abstreifer vorne ist. Elliot hat diese kleine Drahtbürste beibehalten. Und was wirklich, wirklich, wirklich sehr cool ist, die alten Kassetten können wohl weiterverwendet werden. Und die alten Kassetten, kann man das mal am besten sehen hier. Hier war noch irgendwo ein Detail hier. Wo ist das Detail? Da. Hier sieht man das sehr schön. Hier gibt es jetzt wohl zwei Griffe, mit denen man diese Kassetten spannen und lösen kann. Und dann kann man innerhalb von Sekunden die Kassette aus der Maschine rausnehmen. Total cool gelöst. Also wirklich ganz, ganz viele neue Ideen hier reingebracht. Ein Griff, der sowohl im Winkel wie auch in der Höhe verstellbar ist, mit einem hochinteressanten Bediencockpit hier. Getrennt Spindel laufen lassen und mähen mit so einem Drehknopf, mit dem man die Geschwindigkeit verändern kann. Dann, wie gesagt, dieser neue Fangkorb, den man leider auch hier nicht ganz so gut, doch hier der neue Fangkorb. Das ist so ein, ich würde mal sagen, so ein Stoffgeflecht, unten geschlossen mit so einer geschlossenen Fläche. Und der soll sich wohl sehr gut ja, füllen und soll auch super leicht auszukippen sein. Ja, das ist der Wahnsinn. Hier sieht man das Cockpit. Hier hat man also hier so einen Drehknopf für die Geschwindigkeit. Dann kann man hier über den Bügel die Spindel starten und über diese beiden Schalter hier kann man vorwärts und rückwärts fahren. Soweit habe ich es jetzt verstanden. Ich muss mir das Video gleich noch 5-mal angucken. Aber ich wollte es erstmal euch hier auch zeigen. Ja, dann haben sie das Untermesser verbessert. Das sieht man leider hier auf den Fotos jetzt nicht so wirklich. Der Mäher wiegt 57 Kilogramm, oh, schon recht schwer, wird also auch dann wirklich schöne Streifen machen. Was mich noch ein bisschen irritiert, ist hier der Geräuschlevel 90 dB. Finde ich noch relativ laut, weil es Elliot auch nur vorsichtig daran gegangen mit der Geräuschangabe. Klar, wenn das Messer natürlich die Spindel auf dem Untermesser aufschlägt, dann gibt es immer Geräusche. Sie haben wohl auch die Einstellung der Schnitthöhe deutlich verbessert, also deutlich feiner gemacht. Und sie haben
das Herandrehen der Spindel an das Untermesser auch deutlich verbessert. Müsst ihr euch unbedingt angucken, das Video. Total spannend. Auch sehr cool hier, sehe ich gerade, man kann das den Hebel so nach vorne in so eine vordere Position schwenken. Und dann kann man die ganze Maschine nach hinten kippen und kommt sehr schön an das Untermesser dran, kann das Gerät anscheinend dadurch auch super einfach warten oder auch in die Ecke stellen. Dann ist auch, wenn der Hebel ganz vorne ist, die Funktion abgeschaltet. Das heißt, er fährt und der Motor kann nicht mehr gestartet werden. Also auch als Sicherheitsfeature sehr, sehr interessant. Sieht sehr modern aus hier mit dem Alugriff, mit diesem neuen Griffdesign, genau andersrum als früher. Also ich habe, ich bin völlig, ich habe sofort bei Klaus und Mathis angerufen und habe gesagt, ich möchte so ein Ding haben. Es ist noch nicht zu kaufen. Also wir wissen noch keine Preise. Und der Schock kam dann am Ende des Videos zum Schluss, nachdem ich also völlig gierig schon auf den Rasenmäher war. Es werden wohl nächstes Jahr nur 500 Maschinen hergestellt. Ich glaube kaum, dass ich ein Gerät bekomme. Ich hoffe es, dass ich ein Gerät bekomme. Ich werde ihn auch sofort kaufen, wenn das möglich ist. Und ihn natürlich euch dann zeigen, sobald es geht, sobald die Maschine da ist, werden wir uns das Gerät natürlich genau angucken. Also das ist mal was Neues, das ist mal eine Sensation. Es gibt einen neuen akkubetriebenen Spindelmäher auf dem Markt. Elet hat ganz viele Fehler aus der Vergangenheit eliminiert, soweit ich das jetzt verstanden und wahrnehmen konnte. Das finde ich großartig, das finde ich cool. Also ich sage mal, der Hype auf die Spindelmäher ist erneut eröffnet und beschleunigt worden durch Elet. Und da werden sich natürlich auch jetzt alle anderen ja, so ein bisschen strecken müssen. Und ich bin so gespannt, wie das Gerät am Ende funktioniert. Sehr, sehr cool finde ich, dass wohl auch die Kassetten übernommen werden können. Die müssen wohl so leicht nur verändert werden. So habe ich das verstanden. Mein erster Spindelmäher war ein Edco Balmoral 20 SE. Den habe ich 2000 gekauft und das Gerät steht heute noch in der Garage, ist völlig kaputt. Ich kann mal umschalten, warte mal. Ich schalte mal ganz kurz um. Moment. Ich kann ja hier umschalten. Ja, also das soweit hier zum neuen Elet Sterling. Wie heißt er jetzt? Ich habe es wieder vergessen. Ich und Namen. Na genau, Sterling 51 mehr. Was haltet ihr von der neuen Maschine? Schreibt es in die Kommentare. Also in der Rasenfreak, in der Spindelmäher, in der Rasenszene ist hier gerade ein Damm gebrochen. Ich bin mega gespannt. Viel Spaß mit dem Schauen des Elet-Videos und ich bin super gespannt auf eure Kommentare. Habe ich schon gesagt, egal. Ich hau das einfach jetzt so raus. Yeah, der Rasenfreak. Der Rasenfreak ist kaum noch auf dem Stuhl festzuhalten. Bis denn, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. Yeah. So, ausschalten.